Dann gibt es natürlich ja, verschiedene Entwicklungsstrategien, die genutzt werden bei den Schmetterlingen. Es gibt viele, die kommen wie der Moorgelbling tatsächlich nur in einer Generation vor, zu einer ganz bestimmten Jahreszeit. Und den haben Sie hoffentlich schon gesehen im Frühjahr. Das ist der Aurora-Falter Anthocharis cadamines. Ein typischer Frühlingsschmetterling, der schon Anfang April mittlerweile bis Ende Mai bei uns in den Wäldern oder an Waldrändern gerne unterwegs ist oder auch auf feuchten Wiesen unterwegs ist. Ganz charakteristisch das Männchen mit seinen gelben, orangefarbenen Vorderflügelspitzen, ganz eindeutig zu erkennen, fliegt eben nur im Frühjahr eine Generation Univoltin. Ebenso Univoltin sind viele Scheckenfalter, die besprechen wir dann später nochmal. Und Univoltin ist auch zum Beispiel hier der Eisvogel, der kleine Eisvogel, der im Juni mit einer Generation vorkommt. In günstigen Jahren aber, deswegen steht er hier unten, ist er hier unten abgebildet, kann er auch eine zweite Generation ausbilden. Die ist aber meist unvollständig und fällt aus der Fortpflanzung raus, weil oftmals die Weibchen fehlen oder die Stückzahl einfach zu wenig ist. Das ist jetzt eigentlich nicht gut bei univoltinen Arten, weil denen diese nicht richtig geschlüpften Schmetterlinge im Herbst dann im nächsten Jahr fehlen. Und das kann ein Problem für die Art, für diese speziellen Arten werden. Wenn man jetzt an den Klimawandel denkt, kommt das leider immer häufiger vor, dass man plötzlich im Herbst noch einmal einen kleinen Eisvogel sieht und damit die Population ja nicht mehr so gesund über die Runden kommt. Es gibt Arten, die machen von Haus aus zwei Generationen. Das ist hier der Segelfalter als Beispiel. Der fliegt jetzt auch schon Anfang April und bis Mitte Mai. Und dann legt er eben Eier, ist Raupe und dann Puppe und fliegt mit einer zweiten Generation so Juli, August. Ist ein ziemlich seltener Falter, kommt aber bei uns hier in Mainfranken an den Naturschutzgebieten doch regelmäßig vor und das ist erfreulich. Auch mit zwei Generationen tritt das Landkätzchen oder der Landkätzchenfalter auf. Hier ist das Besondere, dass wir eine Frühjahrsgeneration haben, die anders aussieht als die Sommergeneration. Aber auch dazu später dann mehr, wenn wir uns die einzelnen Arten im Detail anschauen. Dann haben wir hier wieder unseren Gelbling, unseren Hufeisenklee-Gelbling. Und der Hufeisenklee-Gelbling steht jetzt hier auch wieder unten, weil er nicht scharf zwei Generationen macht, sondern unter Umständen auch drei Generationen, in günstigen Jahren sogar vier Generationen und bis in den Oktober hinein fliegen kann. Das haben wir in den letzten Jahren verstärkt beobachtet, dass eben mehrere Generationen ausgebildet werden. Von Haus aus mehrere Generationen machen zum Beispiel der Feuerfalter, der kleine Feuerfalter hier, ja, den man dann eben beginnend mit dem zeitigen Frühjahr im April schon sehen kann und der so das ganze Jahr über in überlappenden Generationen dann eben auftritt. Ebenso auch der Magerrasen. Falter oder hier ein Weißling, der Leguminosen-Weißling, der zu den Dysmorphinae gehört, weil er so komische Flügelform hat, also ganz typische Flügelform hat nur diese Unterfamilie bei den Weißlingen. Gut, also wir haben Falter, die fliegen in einer Generation, die fliegen in zwei Generationen, manchmal Generationen, manchmal machen sie auch drei. Das hängt jetzt eben mit dem Klimawandel auch zusammen. Und dann gibt es welche, die von Haus aus in mehreren Generationen auftreten. Und dann habe ich hier noch zwei Beispiele, die Ihnen verdeutlichen sollen, dass
das Ganze nicht unbedingt nur innerhalb eines Jahres ablaufen muss. Zum Beispiel hier, das ist ein Widderchen, ein Zygaena osterodensis. Dieser Falter braucht für seine Entwicklung 5 Jahre, kann auch bis zu 7 Jahre dauern. Das heißt, jedes Jahr ein Raupenstadium, ein Jahr Puppe und dann im 7. Jahr ist er dann Falter. Also sehr, sehr, sehr lang. Dieser Falter hier, der zu den Erepien gehört, das ist der weißbindige Mohrenfalter, Erepia ligea. Dieser Falter hat einen zweijährigen Zyklus. Das heißt, die Entwicklung dauert 2 Jahre, und somit tritt der Falter in der Regel nur alle 2 Jahre vermehrt auf. Das heißt, dass er in den ungerade Jahre sind das bei uns. Also 2020 ist jetzt eher ein schlechtes Jahr, um den zu sehen. 2019, 2017 waren dann demnach bessere Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass er dieses Jahr nicht fliegt, sondern nur in geringerer Stückzahl. Entwicklungsdauer eben 2 Jahre. Gut. Ja, und dann noch zu anderen Entwicklungs- und speziellen Entwicklungsstrategien. Das sind die Ameisenbläulinge und das sind ganz besondere Schmetterlinge. Die zeigen, wie eng die Entwicklungsstrategie an bestimmte Futterpflanzen für die Raupe und in dem Fall, deswegen heißen sie so, auch an ganz bestimmte Knotenameisen gebunden ist. Denn die entwickeln sich, die Raupen, in Ameisennestern. Hier gezeigt ist der Kreuzenzian-Ameisenbläuling. Die Pflanze hier, die Sie hier sehen, das ist der Kreuzenzian. Ist schon mal eine ziemlich seltene Pflanze. Das ist schon mal der erste Punkt, warum der Falter sehr, sehr selten ist. Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling ist ein ziemlich extremer K-Strateger. Das heißt, der kommt nur dort vor, wo die Futterpflanze vorkommt. Kreuzenzian. So, dann legt der Falter seine Eier an Blütenknospen ab. Das Räubchen schlüpft, frisst ein bisschen an den Blütenknospen, lässt sich zu Boden fallen und dann hofft das Räubchen, dass eine Ameise vorbeirennt. Und wenn das eine Ameise ist, die zur Art Myrmica schenki, das steht hier unten, gehört, dann wird die Raupe auch adoptiert. Sie wird auch adoptiert von anderen Arten, aber wenn es Myrmica schenki ist, dann hat das Räubchen auch eine Chance, in das Ameisennest verschleppt zu werden und sich dazu weiterzuentwickeln. Sie brauchen also Futterpflanze und sie brauchen eine bestimmte Ameise. Das ist natürlich eine extreme Form von Entwicklung und dementsprechend sind die Ameisenbläulinge auch extrem selten. Da gibt es wunderbare Entwicklungen von bestimmten Arten, wie sich die an diese Strategie angepasst haben. Da gibt es den Fengaris teleus. Das ist der helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der sitzt hier auch an einem kleinen Wiesenknopfblüte. Und dann gibt es den dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Dann gibt es den Thymian-Ameisenbläuling, Fengaris arion und Fengaris rebli haben wir ja vorhin schon gesehen, der eben von Kreuzenzian abhängig ist. Also die beiden, die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge, die legen ihre Eier an den großen Wiesenknopf. Man muss also Wiesen suchen, wo es den großen Wiesenknopf gibt. Der blüht dann so im Juli. Das heißt, die Falter fliegen dann auch erst so Anfang Juli oder im Juli. Und die Wiesenknöpfe absuchen und gucken, ob da was drauf sitzt. Und wenn da was drauf sitzt, dann ist es entweder der helle oder der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der ist ziemlich selten. Der braucht nämlich eine bestimmte Ameisenart, Myrmica scaprinodis. Die ist auch nicht so häufig. Und deswegen findet man den hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling eigentlich nicht so oft. Ein bisschen häufiger ist der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling.
Der braucht eine nicht so seltene Ameisenart, Myrmica rubra, in der Nester er sich entwickeln kann. Und der Thymian-Ameisenbläuling, naja, was braucht der wohl? Thymian-Vorkommen, wo er dann seine Eier an die Thymianpflanzen legt. Die Raupen lassen sich zu Boden fallen, wenn sie ein bisschen von den Thymianblüten genascht haben und werden dann von Myrmica sabuleti verschleppt. Können auch andere Ameisen sein, wie gesagt, aber eine sichere Entwicklung ist nur gegeben, wenn es eben diese bestimmten Ameisenarten hat. So, was machen die Räubchen, wenn sie dann ins Ameisennest verschleppt wurden? Sie tarnen sich, das haben sie auch vorher schon getan, mit dem entsprechenden Duft der Ameisen, artspezifischen Duft, und sie geben auch artspezifische Töne ab. Und zwar die ersten drei hier oben, die riechen wie Arbeiterinnen und machen Geräusche wie Arbeiterinnen. Also das heißt, sie verstecken sich im Ameisennest, sie wollen nicht auffallen und dann ernähren sie sich von der Ameisenbrut räuberisch. Und wenn sie das dann den Winter so überstehen, im nächsten Frühjahr, verpuppen sie sich auch im Ameisennest. Und das Schwierigste bei der ganzen Entwicklung ist, gesund und heil als Falter aus dem Ameisennest wieder rauszukommen. Denn dann verlieren sie ihre Tarnung und ihren Duft, den sie als Raupe eben hatten. Der Fingaris rebeli hat das Ganze noch auf die Spitze getrieben. Der imitiert den Duft und die Geräusche der Königin. Und Königinnen werden gefüttert, also werden auch die Raupen von dem Kreuzenzian-Ameisenbläuling gefüttert. Das ist eine ganz fiese Strategie. Das können Sie alles mal schön nachlesen und sich auch anschauen in dem YouTube-Kanal, den ich aufgemacht habe. Und da können Sie sich dann nochmal informieren über diese sehr, sehr spannende Entwicklungsstrategie der Ameisenbläulinge. So, hier sollte eigentlich ein Film ablaufen, was er auch tut, der Ihnen die Feinde der Schmetterlinge zeigt. Manchmal sieht man Schmetterlinge, die haben so rote Punkte, das sind Milben, die sitzen auf dem Körper drauf und zuzeln an der Hämolymphe. Das tötet die Schmetterlinge nicht. Dann gibt es natürlich Spinnen, die fangen Schmetterlinge, wickeln die ein und saugen die auf. Viele Schmetterlinge sind Opfer von Spinnennetzen. Es gibt also eine ganze Menge Feinde. Es gibt dann diese Krabbenspinnen, die auf Blüten sitzen. Hier gleich kann man gleich sehen, wie diese Krabbenspinne versucht, hier diesen Schmetterling zu fangen. Zack. Und da sieht man auch, wieso sinnvoll ist, dass man Augen hat, denn dann stechen sie die Augen an und nicht den Körper. Die Zeichnung irritiert also auch. Ja, hier wird ein Falter ausgesaugt. Dann gibt es natürlich Heuschrecken, wie das grüne Heupferd, das Falter frisst, oder hier die Gottesanbeterin, die gerade einen kleinen Dickkopffalter verspeist. Das sind auch nicht wenige, die diesen Heuschrecken zum Opfer fallen. Gottesanbeterinnen kommen so langsam bei uns. Letztes Jahr wurde die erste hier in Mainfranken gesichtet, also auch Klimawandel macht es möglich, dass neue Arten auftauchen. Dann gibt es eine ganze Menge Käfer, die die Raupen aussaugen. Rauben werden natürlich auch Opfer von Vögeln. Hier eine Meise. Eine Meise ist in der Lage, in einer Stunde 90 Rauben zu fressen. Das ist ziemlich viel. Und wenn sie noch eine Brut zu versorgen hat, ist das noch mehr. Ja, dann gibt es natürlich auch Krankheiten, Viruskrankheiten, die die Raupen befallen, oder bakterielle Krankheiten. Das kann man dann manchmal solche Raupen sehen, die irgendwie so schlaff da rumhängen. Die haben sich innerlich regelrecht aufgelöst und sind ausgetrocknet. Und dann gibt es eine ganze Menge Fliegen und Wespen, die ihre Eier in die Raupen reinlegen und die Larven der Wespen und der Fliegen entwickeln sich in der Raupe. Ja, wird nicht getötet, wird bei lebendigem Leibe aufgefressen. Das sind sogenannte Raupenfliegen, wie sie hier sind. Die sehen so aus, ganz typisch mit diesem Streifen hier hinten.
Ich habe leider keinen Film von einer richtigen Raubenfliege. Das ist eine Wansenfliege. Das erkennt man hier an der Flügelfarbe. Aber man sieht hier auch diese schönen Streifen. Also man kann diese Raubenfliegen ziemlich gut erkennen. Das sind gute Raubenparasiten. Wenn die da sind, wird eine Massenauftreten, Massenentwicklung von Schmetterlingen eben unterbunden. Die hier eben macht das mit Wansen. Ja, und dann gibt es eben Grabwespen und Schlupfwespen. Die Grabwespen, die suchen natürlich auch Raupen, graben ein Nest in den Boden und legen dort dann in die Raupe auch ein Ei. Das ist quasi als Lebendfutter, bis dann die Wespenlarve schlüpft, die sich dann von der Raupe ernährt. Das hier sind Töpferwespen, die bauen sogar noch extra ein kleines Häuschen. Und füllen das Häuschen eben mit einer Raupe oder auch mehreren und legen da in der Regel ein Ei rein, damit die Larve von ihr sich entwickeln kann. So, dann würde der vielleicht noch etwas, warum diese Schmetterlingsfeinde, Schmetterlingskrankheiten, Raupenkrankheiten so wichtig sind. Überlegen Sie sich einmal ein Pfauenauge beispielsweise. Ein Pfauenauge legt so etwa 200 Eier. Von diesen 200 Eiern, wenn die sich alle zum Schmetterling weiterentwickeln würden, wären 100 Männchen, etwa 100 Weibchen. Das heißt, in der nächsten Generation legen 100 Weibchen wieder 200 Eier. Wenn die sich alle wieder zum Schmetterling entwickeln, haben wir in der nächsten Generation schon 20.000 Tagpfauenaugen. Wenn von diesen 20.000 wieder 10.000 je 200 Eier legen, haben wir ganz schnell 2 Millionen Tagfalter. Und in der nächsten Generation haben wir dann schon 200 Millionen Tagpfauenaugen. Das heißt, innerhalb von 3 Generationen würden, wenn sich alle Raupen bis zum Schmetterling durchentwickeln würden, 200 Millionen Tagfalter haben, 200 Millionen Pfauenaugen, Tagpfauenaugen rumfliegen haben. Naja, das wäre auch ein bisschen viel. Und deswegen ist es in einem normalen, gesunden Ökosystem so, dass eben nur 2 oder 3% der Raupen sich tatsächlich bis zum Schmetterling durchentwickeln und natürlich viel, viel mehr Larven existieren und viel, viel weniger Schmetterlinge. Schmetterlinge sind deswegen auch aufgrund ihrer komplexen Entwicklungszyklen sehr, sehr gute und wertvolle Bioindikatoren. Das heißt, dass sie haben hohe Ansprüche an ihre Lebensräume. Die Lebensräume müssen passen sowohl für die Larvalentwicklung als auch für den erwachsenen Falter. Die Raupen brauchen oft ganz bestimmte Futterpflanzen, die müssen da sein. Und der Schmetterling braucht in der Regel natürlich Blühpflanzen. Das heißt, muss Nektar finden, um eben zumindest so lange zu leben, dass ein Geschlechtspartner gefunden wird und dass Eier abgelegt werden können. Diese hohen Ansprüche an Lebensräume, sowohl Larval- als auch Adulthabitat, machen sie eben so sensitiv. Sie reagieren besonders sensibel auf Veränderungen. Da gibt es wunderschöne Publikationen, die ich Ihnen hier angegeben habe. Das heißt, wenn sich etwas verändert in den Lebensräumen, das sind die Schmetterlinge die ersten, die verschwinden. Und sie reagieren schneller als andere Tier- und Pflanzengruppen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Also sobald irgendwo etwas nicht stimmt, kann man das an Schmetterlingen und Schmetterlingsarten sehr, sehr gut und sehr schnell und effektiv untersuchen. Also sehr, sehr gute Bioindikatoren. Deswegen ist es auch interessant, sich mit den Schmetterlingen zu beschäftigen. Wissenschaft. Eine Frage, die es immer wieder gibt und die auch immer wieder gestellt wird, ist, wie alt werden denn Schmetterlinge überhaupt? Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Der hier oben links, mal den
Das ist der große Eisvogel. Limanitis populi, ziemlich seltener Falter. Und der fliegt nur in einem kurzen Zeitfenster von 8 bis 10 Tagen, vielleicht 12 Tage in einem Jahr. Dann fliegt er auch nur noch morgens, ganz früh kommt er zu Boden, ansonsten fliegt er in den Baumkronen. Das heißt, um den Falter zu sehen, selten ist er ja auch noch, muss man genau das Flugfenster dieser eine Woche erwischen und zur richtigen Uhrzeit am richtigen Ort sein. Ich habe diesen Falter eben bisher nur einmal in meinem Leben gesehen, weil das eben sehr, sehr schwierig machbar ist. Das hier, diese Filmsequenz habe ich drin, um Ihnen was anderes klar zu machen. Bei vielen Schmetterlingen haben wir eine sogenannte Protandrie, das heißt, die Männchen schlüpfen ein paar Tage vor den Weibchen. Also die ersten Schmetterlinge, eine Art, die wir sehen, das sind meistens nur Männchen. Ein paar Tage später dann schlüpfen die Weibchen. Und wenn das geschehen ist, fallen dann die Männchen, die auch in deutlich größerer Stückzahl vorkommen, also oftmals 10 Männchen auf ein Weibchen, fallen über das frisch geschlüpfte Weibchen her. Das sieht man hier. Also dieses Weibchen ist geschlüpft, hat gerade seine Flügel aufgefaltet und schon kommen die Männchen herangeflogen und wollen das Weibchen begatten. Das ist Erebia medusa, ein Mornfalter, der sehr früh ab Mitte Mai fliegt. Und ja, auch diese Protandrie zeigt und eben hier das Weibchen sofort begatten möchte. Die Männchen sterben oft nach der Begattung, leben noch ein paar Tage. Dann ist gut, die Weibchen leben ein bisschen länger, weil sie ja noch Eier legen müssen. Ja, das ist oft so, im Tierreich ist ja auch bei den Menschen so, dass die Weibchen länger leben als die Männer. So, den Falter, den kennen Sie, das ist der Schachbrettfalter. Klassisch eine Generation Univoltin ab Mitte Juni bis Mitte Juli. Die Falter leben so 2 bis 3 Wochen. Dass man ihn so über 4, 5 Wochen fliegen sieht, liegt daran, dass er ein paar früher schlüpfen, ein paar später schlüpfen. In manchen Jahren meint man sehr, sehr viele von denen zu sehen. Da schlüpfen sie eben alle auf einmal, wenn es eben sehr, sehr warm ist. Und dann sind sie eben nach 3 Wochen auch wieder verschwunden. Der Falter hier unten, das ist der weiße Waldportier. Den habe ich Ihnen hier abgebildet, weil hier die Weibchen besonders langlebig sind. Die können 5, 6, 7 Wochen überleben und herumfliegen und Eier legen. Das sind sogenannte Eichstreuer, die lassen ihre Eier einfach so, wenn sie im Boden sitzen, zu Boden fallen, ohne die irgendwo anzupappen und hoffen, dass dann die geschlüpften Räubchen dann auch die Futterpflanze finden. Das sind bestimmte Gräser bei denen. Den kennen Sie ganz sicher, das ist das Tagpfauenauge. Das Tagpfauenauge, das kann beispielsweise im Sommer, wenn das im Juni, Juli schlüpft, hat man eine Generation, die fliegen 2 Wochen und wenn es sehr heiß ist, dann gehen sie schlafen. Man nennt das Dormanz oder Sommerdormanz. Das heißt, sie gehen der großen Hitze aus dem Weg. Das mögen die Schmetterlinge nämlich auch nicht, wenn es zu heiß ist und verstecken sich irgendwo. Machen eine Sommerdormanz. Und ein paar, die eben ein bisschen fitter sind oder wo es kühler ist, die fliegen weiter rum, die machen noch eine weitere Generation, sodass man dann im Herbst, wenn die Sommerschläfer wieder aufwachen, sowohl die Sommerschläfer hat und dann die neue Generation, Schmetterlinge von der neuen Generation hat, aber egal, die überwintern dann als Falter. Das heißt, sie können durchaus ein gutes halbes Jahr, dreiviertel Jahr alt werden. Wenn man die nämlich dann im Frühjahr, am nächsten Frühjahr wieder sieht, so im März, April, dann sind es ja die Falter vom Vorjahr, weil sie als Schmetterling überwintern. Also können als Schmetterling relativ alt werden. Und am längsten lebt der Zitronenfalter, der kann bis zu einem Jahr alt werden, der Bursche, schlüpft irgendwann im Juli, Juni, Juli, im Sommer und kann auch dann mal verschwunden sein, weil er Sommerdormanz macht und überwintert dann als Falter. Kann sehr früh wieder rumfliegen und ja, es kann sein, dass Schmetterlinge, die man im Sommer sieht, im Juni, Juli, schon welche sind, die im Jahr vorher geschlüpft sind oder auch ganz frische Falter, die vom neuen Jahr stammen. Der kann ja den Winter sehr, sehr gut überstehen.
Hier gibt es noch mal ein paar Beispiele. Frage: Wie kommen Schmetterlinge über den Winter? Die sind genau deshalb in dieser Reihenfolge hier abgebildet, weil das sind Arten hier, Zipfelfalter, die entweder mit dem Eizelle oder sehr jungen Raupenstadien den Winter überstehen. Schachbrettfalter, der entwickelt sich bis zur L2, L3-Raupe und übersteht dann als L2, L3-Raupe den Winter. Dieser Bläuling dann oben rechts, der hier, der Hauhechelbläuling, der überwintert auch mit als L3-Raupe. Und dann haben wir hier den Aurora-Falter, Androcaris cadamines, der als Puppe überwintert. Der überwintert als Falter, das ist der große Fuchs, der hier auch, der C-Falter überwintert auch als Falter. Und der als Beispiel überwintert gar nicht, das ist der Postillion, der in manchen Jahren verstärkt einfliegt. 2019 war er sehr gut vertreten, die Jahre vorher fast gar nicht. Der Minder 2019, 2020 war ja sehr mild. Jetzt muss man mal schauen, eventuell, ob vielleicht sogar ein paar Raupen den Winter überstanden haben. Das wäre ja sensationell, wenn plötzlich eine weitere Art bei uns einfach die Winter überstehen könnte, die sonst einfach einwandern musste bisher. So, warum habe ich Ihnen das gezeigt? Weil irgendwie kann man das nämlich sich so als Faustregel merken. Das heißt, die Falter, die man ganz früh im Jahr sieht, schon im Februar, März, wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, wenn die ersten Palmkätzchen blühen, die Falter, die man da sieht, die sind als Schmetterling über den Winter gekommen. Ja, die wachen einfach auf, wenn es warm genug ist, und fliegen. Die Falter, die man ganz früh im Frühjahr finden kann, wie hier dieser Alexisbläuling oder Landkärtchenfalter, die haben den Winter als Puppe überstanden. Das heißt, sie schlüpfen und sind gleich als Falter da, die Futterpflanze ist vorhanden und sie können sich weiterentwickeln. Die, die etwas später im Jahr auftauchen, die haben meistens als ältere oder mittlere Raupen den Winter überstanden. Das heißt, die Raupen haben früher erstmal noch ein bisschen gefressen, haben sich weiterentwickelt, dann verpuppt und dann kommt eben der Falter. Das sind alle Arten, die so im Mai, ab Mitte Mai, zu finden sind. Genauso wie die, die im Juni fliegen. Also Mai, Juni, Schmetterlinge, die überwintern alle als ältere oder mittlere Raupe. Ja, und dann wissen Sie auch, die meisten Schmetterlinge fliegen eben im Mai und im Juni. Wissen Sie auch, dass die meisten Falter eben als ältere und mittlere Raupe den Winter überstehen. Das macht ja Sinn. Und dann gibt es noch ein paar Arten, die relativ spät im Jahr auftauchen. Und da ist es auch logisch, dass die als sehr junge Raupe oder als Ei überwintern. Ja, als Ei überwintern auch einige. Die dann erst im nächsten Jahr mit der ganzen Entwicklung fortfahren oder beginnen. Das sind diese beiden als Beispiel. Also, wenn man weiß, wann die Schmetterlinge auftauchen, wann sie fliegen, kann man auch davon ableiten, wie sie denn den Winter überstehen. Das ist eine nette Faustregel, die man sich so erarbeiten kann. So, die Überwinterer, die nur als Schmetterling überwintern können, gibt es bei uns unter den Tagfaltern genau 7 Stück. Das ist das Tagpfauenauge, das ist der kleine Fuchs, das ist der große Fuchs, das ist der Trauermandel, das ist der C-Falter, das ist der Admiral und das ist der Zitronenfalter. Der hier ist eigentlich ein Wanderfalter, der jedes Jahr neu einwandern müsste, aber in den letzten Wintern, seit 5 bis 10 Jahren, schafft er das wunderbar bei uns einfach zu überleben. Und darf jetzt getrost zu den Überwinterern gezählt werden. Das ist also einer, der sich an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst hat. Diese Überwinterer, da gibt es auch einen schönen Film auf dem YouTube-Kanal, den können Sie sich
einmal anschauen. Beachten Sie dann mal, was die Merkmale dieser Schmetterlinge sind, nämlich die haben alle eine dunkle Unterseite. Das macht Sinn, weil sie sich in Höhlen oder unter Steinen zum Überwintern verstecken und mit einer dunklen Flügelunterseite werden sie eben nicht so leicht gesehen. Also die müssen sich hier verstecken und müssen sich auch vor allzu großer Kälte schützen, weil sonst haben sie ein Problem. Das muss der hier nicht. Der kann nämlich einfrieren. Der hat in seinem Körper eine sehr zuckerhaltige Lösung produziert und der kann durchaus einige Minusgrade abhaben. Der friert ein und kann auch wieder auftauen. Der sitzt irgendwo am Boden eingefroren und wenn es dann eben wieder wärmer wird, erwacht er wieder zum Leben. Das liegt eben daran, dass er so eine Glykollösung hat, die eben ihn vor dem Einfrieren schützt.